Oh Kette, oh Kette. Gib mir bitte eine Krokette. Manchmal einfach nicht zuhören. Da kommt es. Das kommt einfach nur Dünnes raus bei mir. Was zur Hölle ist denn das hier? Hab ich mich von so kleinen Babypuppen fertig machen lassen? Also. Dann weitergehen. Da hat mal kurz der menschliche Trieb gerufen. Euch da unten würde ich eigentlich ganz gerne. Ich hab halt nix. Eine Wurfzelle, aber die wird nicht reichen. Nicht mal ansatzweise. Höchstens noch die Wurfkugel. Ein Sägeblatt. Okay. Das Sägeblatt ist stärker als gedacht. Ich erstmal das, dann das dort weg. Das war gut. Kiste, bitte irgendwas Gutes? Quarz. Nehme ich. Quarz nehme ich auf jeden Fall. Gottwaffe Flüssigkeit. Okay, das Ding ist wieder da. Ganz schnell hoch. Und weiter. Okay, dann müssen wir jetzt hier runter. Oder auch nicht. Könnte auch noch hier lang gehen. Aber auch hier komme ich nicht durch. Nee, ich muss runter. Okay. Aber den kann ich schon mal mitnehmen. Du, da hinten warst ein bisschen tricky. Okay. Eine Kette. Oh Kette, oh Kette. Gib mir bitte eine Krokette. Manchmal einfach nicht zuhören. Da kommt es. Das kommt einfach nur Dünnes raus bei mir. Das ist, ich bin einfach arbeitsgeschädigt. Das geht den ganzen Tag dort so. Deswegen. Zug. Eine Zugpforte ist schön, eine Zugpforte ist toll. Und das ging bestimmt nicht so. Das ist mir aber egal. Ach nee, das war ja auch. Das war ja eine Busfahrt, die ist schön. Eine Busfahrt, die ist toll. Wobei das bestimmt auch nicht eine Busfahrt war. Das war irgendwas anderes. Nee, das war eine Busfahrt, aber das danach ging anders. Und ich krete einfach gerade, um mich abzulenken, weil das hier gerade ganz schön anstrengend ist. Ein Legionsmagazin. Eine Wurfkugel. Die Waffe ist wieder voll. Also ich habe gerade mal in der kurzen Pause kurz mal geguckt. So wie es aussieht, hab ich nicht mal viel vor mir. Kapiteltechnisch. Also ich bin schon über der. Ich habe mich jetzt nicht spoilern lassen, was jetzt noch alles kommt etc. Ich habe bloß mal geguckt, wie viele Kapitel es so grob gibt. Und da bin ich wohl ziemlich weit schon. Ob mich das jetzt mal interessiert hat, weil das Spiel geht schon echt ein gutes Stück. Also schnell ist man ja nicht durch.
Außer Speedrun, logischerweise, die alles perfekt blocken und das Spiel einfach komplett zerstören mit Skill, Schrägstrich Glitches, Schrägstrich Kombination von beiden. Aber so, Normalspieler, liegt mal schon ein gutes Stück hier dran. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hätte jetzt eher so erwartet, dass das eher in die Richtung von der Länge her. Boah, gute Frage. Ich glaube an das alte Lords of the Fallen. Also dieses Jahr kommt ja neue Zeit raus, aber es gab ja schon mal eins. Und das war halt auch relativ fix vorbei. Aber sowas hätte ich gerade eher erwartet von der Spiellänge her. Was jetzt nicht heißt, dass das schlecht ist. Also es ist gut. Es gibt mir mehr von diesem guten Spiel. Was mich ziemlich oft sehr stark frustriert. Okay, ich möchte gerne noch darunter. Wo ist er denn da? Also, lecker. Aber ja, wo beim Thema Lords of the Fallen, der neue Teil, der kommt definitiv auch. Ist wahrscheinlich nicht als Stream, weil ich zum Release einen ziemlich deftigen Arbeitsplan habe. Mit deftig meine ich, ich bin fast nur arbeiten. Was bist du da vorne? Sprich, die ersten paar Folgen werden definitiv offline stattfinden, also ohne Stream. Wenn sich die Zeit ergibt, wenn es zeitlich passt, dann werde ich das bestimmt auch streamen. Mich einfach mal wie jetzt hier 5 Stunden hinsetzen und durchsuchten. Ich finde gerade diesen. Die Belohnungen sind ziemlich verwirrend. Dass ich jetzt 2 von diesen Gegenständen verbrauchen musste. Benutze mal einen Würfel. Es passiert was. Ja, da war ich am Anfang. Die Statue kenne ich noch. Aber das Level hat sich jetzt hier komplett geändert. Und du, mein Freund da vorne, du bist... Nee. Bruder muss los. Bruder muss sowas von los. Da hinten ist bestimmt irgendwas. Aber ich hätte so gern erstmal einen Shortcut. Irgendwie Stargazer-mäßig. Bei den. Ich glaube nicht, dass ich den First Try schaffe. Ja. Ich will was und ich krieg's. Das ist fantastisch. Shortcut. Und der Stargazer müsste. Der ist dort. Sehr perfekt. Dann setze ich mich da kurz ran. Hab meine ganze Heilung wieder. Und ja, niete dich nochmal kurz um. Das war nicht geplant. Ich nochmal kurz. Jetzt haben wir wieder 2 Ladungen, ja.
Nochmal kurz hier runter. Okay, in dem Zug ist hier jemand. I'm a human. Just a soldier. Are you a stalker? Du bist der Partner. Quart militia. The suburbs are sealed off. There's no escape. Communications cut off too. Someone planned this all out. No idea who. Above my pay grade. If you meet someone named Bell in the city, tell her Atkinson died. A soldier. Ja. Bloß die Frage, wird sie mir das glauben? Oder eher nicht? Danach auf eigene Faust versuchen, ihn zu finden. Was zur Hölle ist denn das hier? Hab ich mich von so kleinen Babypuppen fertig machen lassen? Also. Junge, Junge, Junge. Ich würde bloß diese Truhe haben. Klinge eines Meisterkochs. Griff eines Meisterkochmessers. Okay, also hätte ich jetzt nicht erwartet, so eine Waffe hier. Wie süß. Vor allen Dingen die kleine Waffe gegen das Riesenvieh. Easy. Nein, lass mal. Okay, selbst wenn wir jetzt sterben sollten, können wir ihr sagen, können wir zurückgehen zum Hotel und mit der Belle reden und die Quest weitermachen. Hab schon ein bisschen Respekt vor dem Vieh. Mit der Mörderpuppe. Okay. Erhöht den Schaden, der Menschen zugefügt wird. Okay. Menschliche Gegner hat man nicht oft in diesem Spiel. Ist mir gerade so eingefallen. Ich glaube, das einzige war mal diese Alchemisten. Das hier ist doch der Zug, wo wir am Anfang 18. Ja, natürlich, da hinten. Okay, sowas finde ich immer cool. Sowas ist immer ganz cool. Ich habe die großartige Puppe verfolgt. Was? Ich habe die großartigste Puppe vervollkommnet. Was? Ja, vollkommen nett.
Nun wieder dieses Kind. Was zur Hölle? Behind the train car where you woke up. Wait, what? What is this? Who? Liebe Puppe von Geppetto, die du zu diesem Werkstattzug kommst, ich danke dir von ganzem Herzen. Ein von Geppetto versteckter Werkstattzug, wenn das nichts ist. Hätte ich diesen Ort ohne dich noch gefunden, zu Geppettos Pech habe ich die Fähigkeit, die Erinnerungen anderer Leute zu lesen. Im Malum-Distrikt hatte ich eine Vermutung, sie dachten, dass sie nur Geppettos Puppe folgen müssten, um die Reliquie zu finden, die er gestohlen hat. Und mit der Vermutung lagen sie nicht falsch, die Reliquie wurde an unseren heiligen Ort zurückgebracht. Jetzt, da die Bühne bereit ist, werden die Türen geöffnet. Ich weiß, das alles ist verwirrend, aber bald erfährst du alles. Danke, du warst ein guter Begleiter, SM. Ach, war das nicht dieser Simon noch irgendwas? Ich glaube ja, das war unser Bösewicht. Crash-Kartusche Lada. Jetzt bin ich ein bisschen mehr erwartet. Ja, wirklich ein bisschen mehr erwartet jetzt hier. Ah, nee. Waffenverbesserung, Griff ändern, Legionswaffe wechseln. Ja. Okay. War gut. Jetzt irgendwie mit einer Waffe gerechnet, so die er versteckt hat für uns. Jetzt zurückkommen. Oder irgendwas. Aber. Naja. Auf jeden Fall hier das Spiel angefangen. Das ist ganz cool. Oh, wir sind nicht gestorben. Sprich, wir können... Ich mach das jetzt gleich. Wir sind jetzt nicht weit weg. Der Shortcut ist ja rechts neben uns gleich. Ich rede jetzt mit der. Mal gucken, was die jetzt zu sagen hat zu Atkinson. Beziehungsweise kann ich auch gleich leveln. Also... Schon ganz gut. Good to see you. I was getting worried waiting this long. Ja. The situation here seems to be getting worse. Soldiers like me are blunt. So give it to me straight. Is my partner safe? This is Atkinson's handwriting on the letter. When we came to Krat, I never thought it would end like this. Sometimes you meet people who make you believe they'll always be with you. But a life can be snuffed out at any moment. I need to stay alive to notify others of his death. But it feels like something inside me has died as well. Anyway. I appreciate knowing what happened. I mean it. Einen Ring, why? Ach, der Ring, das ist eine Schallplatte. Gut. Whatever choice you make. Kann ich den nämlich gleich nochmal besuchen, wenn sein Zug... Hoffentlich hat er es jetzt geschafft. Ich kann ihn erlösen. Den Gedanken hatte ich vorhin schon, ob ich ihn nicht einfach erlösen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, führt die Questline, lasse ich ihn mal am Leben? Aber ich denke mal... Es wird sich jetzt auch geklärt haben mit ihm, dass er es jetzt geschafft hat.
schwierig. Habe ich jetzt gelogen oder nicht? Weil hätte ich ja gesagt, er hat sich in ein Monster verwandelt, wäre sie die Wahrheit gewesen. Aber er wurde von einer Puppe getötet, ist ja in dem Sinne auch die Wahrheit, weil er mich ja darum gebeten hat. Schwierig. Den Raum kenne ich doch. Okay, da ist eine Stalkerin, die will bestimmt Stress. Was? Okay. You lost, little lamb. Hand over all you got. Räuberwiesel. Okay. Was für einen interessanten Namen. Ja, dann interessiert dich Hass. Oh. Welcome to the city of the future. And the future is death. Vielleicht erstmal einen Schaden machen. Wir müssen noch ein bisschen safe spielen. Und ich sage, du sollst ein Schild benutzen, dann sollst du ein Schild benutzen. Der Würfel ist scheiße. Der Würfel ist kacke. Der braucht viel zu lange. Das ist ein komisches Gefühl bei dem gerade. Am Anfang war das noch recht easy mit aufgeladenen Angriffen. Da wurde dann immer ein bisschen gestaggert, aber gegen Ende null gestaggert. Der hat sich gedacht, den mache ich jetzt fertig, aber dagegen kann ich das jetzt benutzen. Mache ich nämlich mal Schaden gegen den. Hat mir im Endeffekt bestimmt gerade das Leben gerettet, dass er das gemacht hat. And the future is death.
took to the meeting. Ach, komm schon. Endlich. Du kannst nichts machen. Du kannst nicht ausweichen, du kannst nicht blocken. Ist doch wohl ein Witz. Hört einfach nicht auf. L1 plus Dreieck hat mir gerade echt das Leben gerettet. Okay, ich habe was Neues. Jagdbekleidung des Räuberwiesels. Ja, warum nicht? Mal was anderes. So, der Würfel hält mich jetzt voll. Wir können links... Links können wir doch nicht, aber das sind, da ist ein Checkpoint, da ist ein Checkpoint. Da vom Anfang. Kann ich jetzt eigentlich in die Anfangsgebiete zurückgehen? Ist das dann immer noch gleich? Oder verändert sich das dann je nach Kapitel, wo man da hingeht? Stimmt. Sollte mein Amulett wieder ändern. Der Kadaver hinzugefügt wird, genau. Das ist die Statue. Kann mich hier dran noch ganz gut erinnern. Du warst vorher aber nicht hier. An dich kann ich mich nicht erinnern. Sieht aus wie ein Alchemist, der sich verwandelt hat. Ja, immer diese Alchemisten. Schwierig, jetzt hier einen Schmetterling zu machen. Überall Gegner sein könnten. Aber gut. Jetzt nochmal den zweiten Würfel. So, es ist der Würfel gut, aber Infight
braucht er einfach zu lange. Eine Toilette. Warum mal. Noch nichts zum Privatsphäre gehört. Dunkelmund, Mundstein des Bundes. Das ist gut für das Schwert. Schwert mit R. Das ist trotzdem ganz gerne langsam mal. Le Checkpoint. Ah, dort. Ah, perfekt.